Einen gesegneten Sabbat, alle zusammen. Schlag mit mir auf, Johannes Kapitel 11. Und wir lesen dort Verse 1 bis 5. Johannes Kapitel 11, Verse 1 bis 5, und dort heißt es: Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Und deren Bruder war krank. Da sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn dadurch verherrlicht wird. Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Hier in Johannes Kapitel 11, da haben wir die Geschichte von Lazarus, wie er krank ist. Und Vers 5 finde ich interessant, da heißt es: Jesus aber liebte Martha und Maria und Lazarus. Und Liebe drückt sich auf verschiedene Art und Weisen aus. Wenn jemand jemanden liebt, wie zeigt sich das? Und auf der einen Seite ist es, sagt Jesus, wer mich liebt, der tut das, was ich sage. Also wenn jemand etwas einem sagt und man was macht, das ist ein Zeichen der Liebe. Ein anderer Ausdruck von Liebe ist, wenn man etwas macht, was der andere erst gar nicht sagt, sondern man sieht, da ist eine Not, das ist eine Pflicht, die ich tun soll, und man macht es. Wie zum Beispiel, der Müll ist voll, das muss die Mutter nicht 10-mal sagen, bis man das macht. Man sieht, das ist etwas, was man tun muss, es ist eine Pflicht und man macht es. Und der dritte Punkt ist, wenn man anfängt, Verantwortung zu tragen. Wenn der Mann die Verantwortung für die Familie trägt oder die Kinder anfangen, die Lasten der Mutter abzunehmen. Drei Punkte, wie sich Liebe zeigt. Und hier heißt es, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und es gab mal eine Geschichte, da war ein kleines Mädchen, die kam dann zu ihrer Mutter und dann sagte: Mama, Mama, ich hab dich lieb. Mama, ich liebe dich. Und dann sagte die Mutter: Okay, Schatz, möchtest du deiner Mama beim Geschirr abtrocknen helfen? Und dann sagte sie: Ach Mama, so, das ist eine andere Art von Liebe. Ich liebe dich zwar aber nicht so, dass ich dir beim Arbeiten helfe. Eine andere Art, die Liebe auszudrücken, und das wird auf der einen Seite sehr, sehr ausgenutzt, aber auf der anderen Seite mangelt es auch sehr. Und zwar ist es die Liebe ausgedrückt in Worten. Auf der einen Seite wird das ausgenutzt und man verwendet das so oft und immer wieder, bis das gar keinen Wert mehr hat. Aber auf der anderen Seite sind Menschen entweder gar nicht fähig dazu, das in Worten zu formulieren, oder sie sind haben es nicht gelernt, wie man das machen soll. Man ist dann so kalt wie in einem Kühlschrank und langsam muss man dann auftauen. Aber das ist auch eine Art und Weise, wie man die Liebe ausdrückt. Und hier heißt es, Jesus liebte diese drei Personen. Und ich frage mich, wie hat man das gemerkt, dass Jesus diese drei Personen besonders liebt? Das heißt, wenn die Menschen sie beobachtet haben, diese Gruppe von Menschen, Jesus, Lazarus, was haben sie da gesehen? Haben sie da gesehen, da ist so eine ganz andere Atmosphäre, wenn sie zusammen sind? Wisst ihr, wen Jesus noch lieb hatte? Wir wollen uns jetzt einige Texte anschauen, wo es steht, wen Jesus liebte. Johannes Kapitel 13. Johannes 13. Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass eine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Hier lesen wir, wenn Jesus lieb hatte, die Seinen, die der Vater ihm gegeben hat. Und hier dann vor allem die Jünger, die bei ihm waren, die ihm gefolgt sind, die liebte Jesus, obwohl er wusste, dass sie ihn verraten werden. Obwohl er wusste, dass sie weglaufen werden von ihm,
dass keiner da wird, wenn er dort am Kreuz hängt. Und trotzdem liebte er sie, und hier heißt es, bis ans Ende. Johannes 15, Vers 9. Wie sehr liebte Jesus sie? Und hier vergleicht er. Da sagt er in Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch und bleibt in meiner Liebe. Wir sehen also die Art und Weise, wie Jesus seine Jünger geliebt hat, das ist die gleiche Liebe, die der Vater zu seinem Sohn hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Liebe Gott hat und wie viel er seinem Sohn diese Liebe geoffenbart hat? Und diese gleiche Liebe hat Jesus seinen Jüngern gezeigt. Und dann Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und sagt hier nochmal, ich habe euch geliebt, ich liebe euch bis ans Ende. Und das ist ein Gebot. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Den Text kennt ihr wahrscheinlich auswendig. Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es gibt noch einen in der Bibel, den Jesus sehr liebte, aber er wird nicht bei Namen genannt. Johannes Kapitel 13. Wir werden jetzt herausfinden, wer das ist. Johannes Kapitel 13, Vers 23. Da steht, aber einer seiner Jünger, den Jesus lieb hatte, der an seinem Platz an der Seite Jesu war. Und er sitzt da, direkt an der Seite von Jesus. Und Petrus winkt ihm zu und sagt dann, rede du mit dem Meister und finde mal heraus, wer der Verräter sein wird. Und so lehnt er an seiner Brust und fragt dann, Herr, wer ist es? Warum wurde er gefragt? Weil er so eine Beziehung zu Jesus hatte. Er war ihm sehr nah und man weiß, er wird das wahrscheinlich herausfinden. Ihm wird er wahrscheinlich das verraten. Aber wer ist dieser Jünger, der direkt an der Brust Jesu war? In Johannes Kapitel 19, da steht das noch einmal, Johannes Kapitel 19, Vers 26. Als nun Jesus seine Mutter sah, also Jesus ist hier am Kreuz, und die letzten Gedanken, die er da noch hat, sind für seine Mutter, und er sagt zu der Mutter, oder ich lese den Vers erstmal vor, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger, der dabei stand, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und dann sagte das Gleiche auch zu dem Jüngern, und das ist deine Mutter. Und seit dem Tag hat er sie dann aufgenommen. Johannes Kapitel 20, Vers 2. Da heißt es, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Es ist interessant, wie oft das wiederholt wird. Dieser Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Johannes Kapitel 21, Vers 7. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Auch hier unterhält sich der Jünger, den Jesus lieb hatte, mit Simon Petrus. Und dann noch Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Wer ist dieser Jünger?
Wer ist dieser Jünger, den Jesus so sehr liebt und der so oft hier in diesem Text vorkommt? In Vers 24 gibt es uns einen Hinweis. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis abgelegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es ist Johannes. Johannes, der Jüngste von den Jüngern Jesu, der so nah an seiner Brust war, den Jesus so sehr liebte. Was war an Johannes so Besonderes? Und wieso steht das so oft hier in der Bibel? Das ist der Jünger, den Jesus liebte. Das ist der Jünger, den Jesus liebte. Wenn wir uns die Briefe von Johannes anschauen, den ersten, den zweiten, den dritten, was ist das Hauptthema von diesen Briefen? Worum dreht sich dort alles? Der erste Brief. Liebe. Da steht nur Liebe, Liebe, Liebe. Und Johannes hatte diese innige Liebe, diese selbstlose Hingabe, aber die hatte er nicht von Anfang an. Er hatte auch Defekte in seinem Charakter. Und ihr kennt wahrscheinlich einige Defekte, die er im Charakter hatte. Nicht umsonst hat er den Beinamen gehabt. Kennt ihr den Beinamen? Donnersohn, ja. Jakobus und Johannes, die Söhne des Donners. Das heißt, er hatte zwar diese innige Liebe, aber der hatte auch Defekte in seinem Charakter. Stolz. Er wollte sich durchsetzen. Er hat nach Ehre gestrebt. Und als dann die Mutter kam und gesagt hat, kann nicht der eine hier und der andere da sitzen, der eine zur Linken, der andere zur Rechten. Sie wollten sich erhöhen. Sie waren sehr impulsiv, auch nachtragend oder verbittert, wenn man sie gekränkt hat. Da gab es eine Situation, dann wurden sie nicht aufgenommen in den Städten Samariens und dann hat er gesprochen, Jesus, wenn du nur ein Wort sagst, dann werden wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Und so wie bei Elia werden wir die ganzen Städte, die uns abgelehnt haben, verbrennen und töten. Sehr verbittert, rachesüchtig. Er hat einen Geist der Kritik und ein Temperament, das zum Bösen geneigt war. Das heißt, das waren seine Defekte in seinem Charakter. Er war nicht von Anfang an so voller Liebe und ganzer Hingabe. Aber Jesus hat in ihm etwas entdeckt. Trotz dieser ganzen Defekte sah Jesus sein Innerstes. Er sah, was er im Herzen hatte, dieses aufrichtige, brennende, liebende Herz. Und so hat Jesus ihn auch zurechtgewiesen. Wenn diese schlimmen Eigenschaften hervorkamen, hat er ihn zurechtgewiesen. Aber Jesus hat ihm auch gezeigt, wonach sein Herz sich sehnt. Nach dieser Schönheit der Heiligkeit und diese Macht der Liebe, dass sie einen verändern kann. Und hier in dem Evangelium, warum steht das immer, der Jünger, den Jesus liebte? Es scheint so, als ob das wichtiger ist als alles, was man macht oder was einen ausmacht. Es ist nicht, wahre Größe ist nicht, liegt nicht darin, irgendwie viel Reichtum zu haben, eine gute Erziehung oder eine gute Ausbildung oder eine gute Position zu haben. Das ist nicht wahre Größe. Sondern diese reinen Motive und die Schönheit des Charakters. Und das Wichtigste für Johannes war eigentlich auch nicht diese Position, nicht alles, was er hatte, sondern er sagte, das Wichtigste, was ich habe, ist diese Liebe, die Jesus zu mir hat. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist das, woran ich mich klammer. Das ist das, was mich aufmacht. Das gibt mir Wert. Das gibt mir einen Sinn. Lass uns aufschlagen in 1. Johannes Kapitel 4. Und dort Vers 19. Da sagt er, wir lieben Jesus, also ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das hat ihn ausgereicht. Er hat uns geliebt, trotz dieser Defekte, die wir haben. Obwohl wir noch Sünder waren, so heißt es ja in Römer, hat Gott uns geliebt.
Und durch diese Liebe angetrieben, haben wir angefangen, ihn auch zu lieben. Und das war das Wichtigste. Es ist egal, was andere Menschen über mich denken. Es ist egal, was ich hier in dieser Welt erreicht habe, welche Position ich habe, wie viel Geld ich habe. Das ist mir alles egal. Hauptsache über mich heißt es, dass es der Jünger ist, den Jesus liebte. Und diese Worte zu hören über sich selber ist ebenfalls so gut. Das schmelzt das Herz, wenn man weiß, Jesus liebt auch mich. Demut und Sanftmut und Liebe sind notwendig, damit diese Veränderung unseres Charakters stattfinden kann, damit wir geistlich wachsen. Und Johannes, der war bereit, jedes Wort, was Jesus gesprochen hat, aufzunehmen. Er war wie ein Kind, er war ja der Jüngste von allen und er wollte alles aufnehmen. Er hatte noch dieses Kindliche in sich, dieses Vertrauen und hat alles aufgenommen, was Jesus gesagt hatte. Und all die Lektionen hat er bewahrt, hat darüber nachgedacht, was Jesus erzählt hat und er wollte immer an seiner Seite sein. Und er wollte alles, was Jesus war und wie Jesus gelebt hat, wollte sich anpassen an dieses Vorbild. Und er hat ihn so lange betrachtet. Er hat so lange auf Jesus geschaut, dass das sein größtes Ziel wurde. Ich möchte so sein wie er. Und ich möchte Gemeinschaft haben mit ihm. Das war sein größtes Ziel. Und dadurch, dass er alles aufgenommen hat, was Jesus mitgeteilt hat, konnte Jesus durch ihn am meisten wirken. Viele Aposteln sind früh gestorben und Gott hat sie mächtig benutzt. Aber Johannes, der hat am längsten gelebt und so konnten viele Jünger der nächsten Generationen ihn beobachten. Und weil er so eine innige Beziehung zu Jesus hatte, hat er am meisten von ihm widergespiegelt. Die Eigenschaften Gottes konnte man in ihm sehen. Und wahrscheinlich hat er immer gestrahlt. Und alle Jünger, die dann dazugekommen sind durch die Verkündigung von den ganzen Aposteln, die haben dann irgendwann wahrscheinlich gesagt, warst du schon mal bei Johannes? Hast du ihn mal schon mal gesehen? Bei Opa Johannes? Bei dem, den Jesus lieb hatte? Er spiegelt so viel von ihm wider. Und Jesus konnte ihn benutzen. Und das ist das, was Jesus liebt. Wenn Menschen den Charakter Gottes widerspiegeln. Und am Ende seines Lebens hatte er dann noch die Offenbarung bekommen. Da kam Jesus selbst zu Johannes und zeigte ihm, was in der Zukunft noch passieren wird. Kennt ihr solche Menschen? Wo ihr denkt, so, diese Person spiegelt so viel von Gott wider. Das ist so angenehm, in der Nähe von denen zu sein. Und von denen die Geschichten zu hören und einfach sehen, wie sie im Leben, in dem alltäglichen Leben sind, wie sie mit den Problemen umgehen, wie ihr Glaube so stark ist. Und das war das Ziel von Johannes. Ich möchte so sein wie Jesus. Lass uns zu der Geschichte zurückgehen in Johannes Kapitel 11. Jesus also liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber was macht er, als er hört, dass er krank ist? Wir lesen hier, dass er noch 2 Tage wartete. Er wartete einfach 2 Tage, ist nicht sofort losgezogen. Und das haben die Jünger nicht verstanden. Wenn er doch Lazarus liebt, warum ist er nicht sofort? Warum hat er nicht alles liegen gelassen und nicht sofort zu Lazarus gegangen? Und dann hat Jesus ihnen noch in Gleichnissen erzählt, aber sie haben es immer noch nicht verstanden, was er mit dem Schlaf meint. Und dass für Jesus der Tod eigentlich nur ein Schlaf ist, wo man unterbewusst, also von nichts mitbekommt, einfach nur schläft. Die Jünger verstehen das nicht. Und als Jesus kommt, in Vers 17, da liegt Lazarus schon 4 Tage tot im Grab. Wo ist da die Liebe Gottes? Warum hatte Lazarus nicht sofort geheilt? Das könnten sich einige Personen fragen. Wo ist hier die Liebe Gottes?
viele Menschen glauben der Lüge Satans. Am Anfang heißt es nämlich, dass Gott die Liebe ist. Wenn wir am Anfang der Bibel schauen, das fängt nicht mit dem Anfang an. Da haben wir bereits die Menschen, dann haben wir die Schlange, das Böse, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Vor dem Ganzen ist ja noch der große Kampf, der Fall Satans, wie es in Offenbarung 12 heißt, dass es einen Kampf im Himmel gab. Aber das ist auch nicht der Anfang. Davor ist der Anfang, wo es heißt, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Aber Menschen glauben dieser Lüge von Satan, dass Gott nicht Liebe ist. Satan verursacht das Leid, die Katastrophen. Und Menschen fragen sich, ja, wenn Gott doch Liebe ist, warum lässt er das alles zu? Warum lässt er zu, dass Satan hier alles machen kann, was er will? Und das Gleiche kann man sich auch hier fragen. Warum hat er nicht sofort geheilt? Lasst uns Vers 15 lesen. Vers 14, da heißt es, da sagt Jesus, Lazarus ist gestorben. Vers 15, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Jesus ist sogar froh, dass er nicht da war. Froh, dass Lazarus gestorben ist. Warum? Es geht hier nicht nur um Lazarus. Es geht nicht nur um Lazarus. Es geht hier auch um Martha. Es geht hier auch um Maria. Auch sagt Jesus hier, es geht um die Jünger. Ich bin froh um euretwillen. Das heißt, es geht auch um die 12. Und dann geht es noch um das Volk, was bei Maria und Martha ist, die Verwandtschaft. Dann geht es nicht nur dort, sondern es geht auch um die Priester, um die Obersten. Es geht hier auch noch um das ganze Volk Israel. Und über das ganze Volk Israel hinaus geht es noch um die ganzen Heiden. Und über die ganzen Heiden hinaus geht es um die ganze Welt. Und darüber hinaus geht es um den ganzen Himmel und den ganzen Universum. Es geht hier nicht nur um Lazarus. Das Problem ist viel, viel größer als nur das Leid von Lazarus. Jesus möchte das ganze Universum retten. Er möchte die ganze Sünde vertreiben, dass sie nie wieder aufkommt. Und dann sagt er, Lazarus ist gestorben, aber ich bin froh um euretwillen. Und wir sehen gleich, wie die Niederlage. Jesus hat es zugelassen, dass man hier eine Niederlage erlebt, aber er hat es nur zugelassen, damit er einen umso größeren Sieg nachher haben kann. Zum Beispiel, als Lazarus schon 4 Tage dort im Grab ist und dann fängt er schon zu stinken, keiner kann mehr leugnen, dass er gestorben ist. Bei den anderen, die tot waren und auferstanden sind, das waren das ja immer Momente, kurz nach dem Tod. Die Kinder, die gestorben sind, da war immer kurz davor, kurz danach, bei Lazarus, er liegt schon länger tot. Keiner kann anzweifeln, dass er nicht tot war. Und Jesus sagt dann zu ihm in Vers 43, Lazarus, komm heraus. Und er steht auf und kommt heraus. Die Toten stehen auf. Und schaut mal, was jetzt hier die Reaktion ist von den 2 Gruppen von Menschen. Vers 45 und 46. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, die einen glaubten an ihn, aber andere, was haben die gemacht? Sie sind zu den Pharisäern gegangen und haben dort einfach erzählt und verraten, was Jesus gemacht hat. Das Problem, was Jesus hier beseitigen will, ist viel, viel größer als einfach nur das Leid von Lazarus. Tja, Lazarus musste durch dieses Leid durchgehen. Es war wahrscheinlich nicht angenehm. Die Tage des Schmerzens und der Krankheit, was auch immer er für eine Krankheit hatte, da durchzugehen. Aber Jesus wollte das Problem der Sünde lösen. Und wir werden das mit unseren eigenen Augen sehen. Wir werden das mit unseren Augen sehen, wie Jesus dieses Problem lösen wird.
das Problem der Sünde. Zu Martha und Maria sagte er: Glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Und sie haben das in die Zukunft verschoben. Und Jesus sagt: Ihr werdet das jetzt sehen. Mit euren eigenen Augen sehen, wie euer Bruder auferstehen wird. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir mit unseren eigenen Augen es sehen werden, wie unsere Lieben, die bereits tot sind, auferstehen werden? Könnt ihr das vorstellen, wie Jesus auf den Wolken kommt und wir das mit unseren eigenen Augen sehen, wie das Böse vernichtet wird? Das hatte Jesus vor Augen, diese Endzeit. Da wird das Ende sein. Aber er sagte uns: Ihr müsst durch Leid gehen, damit ihr aber nicht verzweifelt. Bin ich ja den gleichen Weg gegangen und ich habe viel, viel mehr Leid ertragen müssen. Ich ertrage ja das Leid schon bereits 6000 Jahre und schon davor, als es diesen Kampf im Himmel gab. Das heißt ja, das Lamm wurde geschlachtet von Anbeginn der Weltzeit. Und Jesus und der Vater leiden von Anfang an, weil sie wissen, was alles kommen wird. Und deswegen bitten sie uns: Wollt ihr mit mir mitleiden für die Errettung der Menschheit? Wollt ihr mitleiden für die Errettung des ganzen Universums? Seid ihr bereit dazu? Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, hätte Jesus die sofort gemacht. Warum sollte er hier runterkommen und sterben? Das ist so ein harter Weg. Er hätte auch was anderes machen können, wenn es einen anderen und besseren Plan gäbe. Aber es gibt keinen Plan. Es gibt keinen besseren Plan. Manche sagen, er hätte Satan direkt von Anfang an zerstören können. Aber damit wäre die Sünde nicht ausgerottet, sondern dann hätten alle gefragt: Warum hat er Satan umgebracht? Oder Luzifer damals? Der hat doch nichts Schlimmes gemacht. Sie haben ihn nicht durchschaut. Warum hat er ihn überhaupt geschaffen? Aber das wäre einer Abtreibung gleich, wenn Gott Luzifer gar nicht erst gemacht hätte. Aber Gott ist ein Gott des Lebens. Er gibt jedem Leben und das liegt dann an uns, an jedem persönlich, was er mit diesem Leben macht. Gott gibt das Leben und will, dass wir uns entwickeln zum Positiven. Wenn es aber jemand zum Negativen nutzt, macht er das zu seinem eigenen Verderben. Gott gibt Leben. Und so sagt er: Wollt ihr auch mit mir leiden? Das Gesetz kann ich nicht verändern. Wenn ich das verändern könnte, hätte ich das gemacht. Aber das Gesetz ist unveränderbar. Wenn es einen Weg gäbe, wo ich nicht sterben müsste, hätte ich das gemacht. Aber es gab keinen anderen Weg. Und wisst ihr, dass das die größte Ehre ist, für Gott zu leiden? Philipper Kapitel 1, Vers 29. Moment, Vers 19 und 20. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte. Und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allzeit so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Und wie, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Das war ein Gewinn für Paulus, für ihn zu leiden. Und das ist die größte Ehre, aber auch die größte Verantwortung. Wir sehen das an Hiob. Der ganze Himmel hat auf Hiob geschaut. Und Gott sagte: Habt ihr auf meinen Knecht geachtet? Und Hiob hat dem ganzen Universum und vor allem Satan gezeigt, wie Gott wirklich ist. Eine sehr große Verantwortung. Oder Johannes der Täufer. Jesus sagte über ihn: Das ist der größte Prophet, der hier gelebt hat. Und was hatte Johannes der Täufer für ein Leben? Er hatte keine große Position. Er hatte keine gute Ausbildung, weltlich gesehen. Er hätte eigentlich Priester werden können. Johannes der Täufer. Wie ist er gestorben? Im Gefängnis. Und Jesus hat ihn nicht mal dort besucht.
allein im Gefängnis gestorben, wurde geköpft. Und Jesus sagt zu ihm oder über ihn, das ist der größte Prophet. Und jeder einzelne von euch, der in den Himmel kommt, wird größer sein als Johannes. Dann fragte Jesus, warum seid ihr hinausgegangen, um Johannes zu sehen? Wolltet ihr dort einfach nur Grashelme schauen, die dort im Wind hin und her geweht werden? Wolltet ihr schöne Kleider sehen? Da hättet ihr lieber auf die königlichen Paläste gehen müssen. Da hättet ihr was Schönes entdeckt. Aber Johannes ist der Größte unter den Propheten. Es war nicht Henoch, der in den Himmel aufgenommen wurde. Es war auch nicht Elia, der auf dem feurigen Ross in den Himmel hinaufgestiegen ist, der so sehr geehrt wurde, sondern Jesus sagte, Johannes der Täufer, der so viel Leid ertragen hatte, meinetwillen. Matthäus 11, Vers 12. Das Königreich Gottes wird aufgerichtet. Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Gott möchte ein Reich aufrichten, aber es gibt welche, die dagegen vorgehen. Und bei der Heilung oder bei der Auferstehung Lazarus gab es diese zwei Gruppen. Die einen haben es gesehen und wurden gläubig und die anderen haben es gesehen und sind zu den Pharisäern gegangen und haben ihnen erzählt, was da passiert ist. Und was machen die Pharisäer direkt? Sie versammeln sich und planen, wie sie Jesus töten können. Satan möchte es verhindern. Satan möchte verhindern, dass dieser Plan Jesu in Erfüllung geht, dass alle Menschen gerettet werden. Und er versucht das von Anfang an. Es ist nämlich in drei Phasen. In drei Bereichen will Satan gewinnen. Und zwar wird das wiedergespiegelt im Heiligtum. Wir haben den Vorhof, was diese Welt darstellt. Dann haben wir das Heiligtum, das Heilige und dann das Allerheiligste, wo Satan versucht, eins nach dem anderen zu gewinnen. Ein Zitat aus Patriarchen und Propheten, Seite 66 im Englischen. Als Satan hörte, dass Feindschaft zwischen ihm und der Frau und zwischen seinem Samen und ihren Samen bestehen sollte, da hat er gemerkt, da wird es irgendein Mittel geben, was seine Kraft ein Ende setzen wird. Dass er nicht die Menschen verführen kann und sie in seiner Kontrolle behalten kann. Aber er wusste nicht, was das genau für ein Mittel ist. Dann heißt es, er wusste, dass sein Werk der Verderbnis der menschlichen Natur unterbrochen werden würde. Dass der Mensch durch irgendein Mittel in die Lage versetzt werden würde, seiner Macht zu widerstehen. Er wusste aber nicht genau, was das ist. Als der Plan aber Stück für Stück sich entfaltete, dann heißt es hier, da freute sich Satan mit seinen Engeln darüber, dass er, nachdem er den Fall der Menschen herbeigeführt hatte, den Sohn Gottes von seiner erhabenen Stellung stürzen konnte. Und er sagte, bis heute bin ich erfolgreich in meinem Plan. Und wenn Christus die menschliche Natur annehmen wird, dann wird er auch überwunden, damit die Erlösung verhindert werden kann. Das hat Satan geglaubt. Er glaubt wirklich, dass er gewinnen kann. Und er sagte, schau her, Jesus war da oben im Himmel und ich habe es geschafft, dass er hier auf diese Erde kommt als Mensch. Und wir werden ihn ebenfalls versuchen, so wie alle Menschen davor. Von den Milliarden von Menschen, die versucht worden sind, kein einziger hat unsere Täuschungen, unsere Angriffe überlebt. Und so wird Jesus besiegt und
wir werden dieses Reich für uns beanspruchen. Also Satan hat versucht, im Vorhof, also auf dieser Erde, zu gewinnen. Und zwar, wie hat er das versucht? Er hat einfach versucht, dieses Volk Gottes, was Gott auserwählt hat, zu zerstören. Warum? Weil damit einfach der Sohn Gottes erst gar nicht geboren werden kann. Hat er nicht geschafft. Dann hat er versucht, dieses Volk abzulenken, dass sie nicht erkennen. Und das hat er sehr oft geschafft, aber trotzdem nicht zu Ende führen können. Sie sind oft in Gefangenschaft gewesen, aber Gott hat immer einige Übrige erhalten. Und von denen ging es immer weiter. Und dann, als die Zeit kam, dass der Messias geboren wird, da hat Satan versucht, durch die Römer, durch Herodes, Jesus zu töten. Er wurde geboren und ist ihm hinterher und hat versucht, ihn zu töten. Hat er nicht geschafft. Und dann, als Jesus hier gelebt hat, hat er versucht, sein Leben so hart wie möglich zu machen. Und hat versucht, ihn zur Sünde zu verführen. Er hat es nicht geschafft. Und dann letztendlich am Kreuz hat er versucht, ihm alle Hoffnung zu nehmen. Hat es nicht geschafft. Im Vorhof hat Jesus gewonnen. Aber es gibt noch zwei andere Abteilungen, wo Satan weiter kämpft. Es gibt das Heiligtum, wo Satan die Frau anfängt zu verfolgen. Offenbarung Kapitel 12, da lesen wir, gegen wen Satan kämpft. Kapitel 12, Vers 13, da heißt es, als der Drache, Kapitel 12, Vers 13, der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war und er verfolgte die Frau, die den Knaben geboren hatte. Also hier verfolgt er jetzt die Frau im Mittelalter und versucht, diese Frau umzubringen, dass diese Frau die Wiederkunft Jesu nicht ankündigen kann. Dass all die Lehren, die Jesus verkündigt hat, dass sie im Finsternis bleiben, dass das Wort Gottes nicht verbreitet wird. Und dann heißt es in Vers 17, dass er nicht nur das Kind, auch nicht die Frau verfolgt, sondern auch die übrigen von ihrem Samen. Und das ist die dritte Abteilung im Allerheiligsten. In der zweiten Abteilung hat Satan ebenfalls verloren. Er hat versucht, durch das Papsttum die Christenheit auszuradieren, hat es nicht geschafft. Und dann nach der Reformation haben Menschen die Wiederkunft Jesu angekündigt. Und die Frage ist jetzt, wie kann Satan in der dritten Abteilung gewinnen? Was ist sein Plan? Was stellt er sich vor, wie er das macht? Was wird in der dritten Abteilung jetzt geschehen? Gott versucht, ein Volk vorzubereiten. Ein Volk, das bereit ist, das genauso wie Johannes seinen Charakter widerspiegelt. Damit wir ihn annehmen können, wenn er wiederkommt, damit wir ihn erkennen. Wir sollen ein heiliges Volk sein, ein königliches Priestertum. Aber irgendwie sieht es noch ziemlich gar nicht danach aus. Und das ist der Plan Satans. Er versucht uns Menschen glaubhaft zu machen, dass wir nicht überwinden können, dass wir nicht den Charakter Gottes annehmen können, dass wir nicht Anteil haben können an der göttlichen Natur. Und wenn das Volk nicht bereit ist, wenn es immer noch an seinen Sünden festhält, wie soll Jesus dann kommen und die Seinen zu sich nehmen? Das ist der Kampf, um den es jetzt geht. Und wer verkündigt das noch, dass es eine Aufgabe gibt für uns? Die meisten sagen, am Kreuz ist alles erledigt, in der ersten Abteilung ist alles fertig. Aber dass der Kampf weitergeht. Und wenn Satan es schafft, uns daran zu hindern, dass wir die Sünde zu überwinden, dann gewinnt er den Kampf. Aber wir haben zum Glück die Verheißung in Offenbarung 14, das Lamm und die Erkauften. Und wir lesen über sie, wie sie dort stehen werden, ohne Fehl, ohne Makel. Und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Kein Betrug in ihrem Mund.
Gott wird es schaffen, dein Volk vorzubereiten. Aber Satan versucht alles, damit das nicht erfüllt wird. Er will nicht, dass sein Volk heilig ist und vorbereitet ist. Deswegen versucht er alles Mögliche, uns abzulenken. Er zerstört die Familien, er verwirrt die Geschlechter. Und eins seiner härtesten und größten Waffen wird nachher hier in Offenbarung Vers 13 beschrieben. Und dort Vers 17, er wird Staat und Kirche benutzen, damit wir nicht kaufen und verkaufen können. Viele werden dann dort den Glauben aufgeben. Es gibt manche, die sagen, wofür sollte ich die Offenbarung und die Zukunft und diese Zeit der Trübsal studieren? Die einen sagen, ich habe genug Probleme heute. Und andere sagen, ach, das ist noch weit weg, die Zeit der Trübsal, wenn ich nicht kaufen und verkaufen kann. Ich muss mich nicht darauf vorbereiten. Und so sagt man dann, ich habe die täglichen Probleme. Und da hinten sind irgendwo die Trübsalzeit, die ist noch weit in der Zukunft. Schaut mal, wie Gott diese beiden Aspekte miteinander verbindet. Jesaja Kapitel 33. Jesaja Kapitel 33 und dort Vers 2. Herr, sei uns gnädig. Wir hoffen auf dich. Sei du jeden Morgen unser Arm. Ja, sei du unsere Rettung zur Zeit der Drangsal. Es ist nicht interessant, wie Gott hier das beide verbindet. Er sagt, sei du mir jeden Morgen unser Arm. Also die täglichen Angelegenheiten, die täglichen Probleme, hilf uns du jeden Morgen immer aufs Neue. Und genauso wie du uns jeden Morgen rettest, so seist du auch unsere Rettung zur Zeit der Drangsal. Für Gott ist es das Gleiche. Wir Menschen versuchen das auseinander zu trennen und sagen, das ist die Trübsalzahl, dafür musst du dich vorbereiten. Und dann hat man das tägliche Leben, darauf musst du dich auch irgendwie vorbereiten. Aber die Bibel sagt uns hier, das ist beides das Gleiche. Wenn wir uns auf die Endzeit vorbereiten, bereiten wir uns auch auf das tägliche Leben vor. Und genau auch andersrum. Wenn wir uns auf das tägliche Leben vorbereiten, dann bereiten wir uns auch auf die Endzeit vor. Beides ist miteinander verknüpft. Das ist der Grund, warum Jesus immer die Gleichnisse verwendet hat und beides auch verknüpft hat. Denn damit etwas Alltägliches, da ging der Seemann aus zum Sehen oder schaut durch die Lilien an und die Vögel. Er nimmt diese alltäglichen Dinge und verknüpft sie mit dem Ewigen, mit das, was in der Zukunft kommt. Und er setzt die Prioritäten richtig. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Himmel und alles andere wird euch zufallen. Und wenn wir diese göttliche Wahrheit aufnehmen, sie wird uns vorbereiten, die täglichen Aufgaben besser auszuführen. Wir haben zum Beispiel in 5. Mose 4 stehen, dass die Nationen sich wundern werden und sagen können, was sind das für gute Gesetze, die ihr habt? Oder Josef. Dadurch, dass er in Gottes Prinzipien gelebt hat, wurde er besser vorbereitet auf diese alltäglichen Dinge in Ägypten. Sogar, dass er der Zweite nach Pharao wurde. Oder wir haben Daniel in Babylon, der ebenfalls diese tägliche Vorbereitung, das tägliche Leben hat ihn vorbereitet für größere Aufgaben. Oder Salomo in Israel. Oder David, der vorbereitet wurde, nachher gegen Goliath zu kämpfen. Und wenn die Jünger bloß diese Worte von Jesu besser
wenn sie besser aufgepasst hätten und diese Worte von Jesu behalten hätten, wo er gesagt hat, ich werde in der Zukunft leiden. Ich werde sterben. Aber irgendwie haben sie das nicht so wahrgenommen. Aber wenn sie das wahrgenommen hätten und das darüber nachgedacht hätten, dann hätten sie ihr alltägliches Leben anders geführt. Das heißt, wenn sie über die Krise, die in der Zukunft kommen sollte, nachgedacht hätten, hätten sie ihr tägliches Leben anders geführt. Warum? Sie hätten nicht miteinander gestritten, sondern sie hätten jede Sekunde genutzt, bei Jesus zu sein, an seiner Brust zu sein, ihm zuzuhören, was er sagt, weil sie wussten, okay, wir haben nur 3,5 Jahre und wir wollen diese Zeit, so gut es geht, mit ihm nutzen. Wenn sie nur an diese Krise in der Zukunft gedacht hätten, hätten sie sich heute besser vorbereitet, das Leben heute besser zu leben. Und sie hätten ihre Prioritäten anders gesetzt. Sie hätten gebetet und gewacht, wie Jesus auch gesagt hat, betet und wacht. Sie hätten jede Sekunde genutzt. Und so gilt das auch für uns. Wenn wir diese Trübsalzeit vor unseren Augen haben, sie kommt. Und wenn wir herausfinden, wie wir uns darauf vorbereiten, dann werden wir unsere Prioritäten auch anders setzen, wie wir heute leben. Dann werden wir die Dinge, die wir heute so wichtig für uns sind, gar nicht so wichtig sein. Wenn wir denken, ach, das ist gar nicht wichtig, das wird eh alles brennen. Wir setzen das lieber ein für Gottes Werk. Oder meine Zeit, die ich verwende, ist vergeudete Zeit. Lieber verbringe ich die Zeit im Gebet, im Studium, der Bibel. Woraus besteht denn so ein täglicher, woraus besteht eigentlich unser Tag? Was sind die Dinge, die wir jeden Tag machen? Wir stehen auf, wir machen unser Bett, wir machen uns frisch, machen das Essen, frühstücken und so kleine Dinge. Wie sollen diese kleinen Dinge uns vorbereiten auf die große Trübsalzeit? Wie soll diese tägliche Arbeit mit der Schaufel im Büro, wie soll das uns vorbereiten auf die große Trübsalzeit? Das, was wir essen, hat das einen Einfluss auf die große Trübsalzeit? Das, was wir anziehen, das, was wir hören, wie wir uns kleiden, ob wir lesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht lesen, wie sollen wir dann in der Trübsalzeit lesen? Plötzlich. Warum funktioniert die Ehe nicht so gut? Oder die Beziehung mit den Kindern? Und Adam und Eva hätten vielleicht auch gedacht, das ist doch nur eine kleine Frucht. Etwas, was wir gerade so essen. Achan hat auch nur gedacht, ach, das ist nur ein babylonischer Mantel. Ist nicht so schlimm, ist ja nur eine Kleinigkeit. Oder Daniel mit seinen Freunden oder die anderen Israeliten, die gekommen sind, die haben auch vielleicht gedacht, das ist doch nur eine Mahlzeit. Ist doch nicht so schlimm. Und Josef in Ägypten, als er vor der Frau stand von Potiphar, ach, das ist doch nur eine Frau, wird keiner mitbekommen. Oder David, ist doch nur ein Mord, kriegt auch keiner mit. Merkt ihr, es fängt klein an und wird immer größer. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die uns vorbereiten auf diese großen Schwierigkeiten, die vor uns sind. Und wenn wir diese großen Trübsalzeit vor Augen behalten, dann wissen wir, wie wir das Leben heute besser führen können. Hohelied Kapitel 2, Vers 15. Das Hohelied Kapitel 2, Vers 15. Fangt uns die Füchse. Welche Füchse? Salomo 2, Vers 15. Fangt uns die Füchse. Fangt uns die großen Füchse. Die großen Füchse. Steht das da so? Steht das da so? Nein. Hier heißt es die kleinen Füchse. Fangt die kleinen Füchse. Es sind die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Es sind die kleinen Dinge des Lebens,
Es sind die kleinen Dinge, die uns vorbereiten. Ein Zitat. Da heißt es: Die Stimme der Pflicht ist die Stimme Gottes. Ein angeborener, vom Himmel gesandter Führer. Ob er nun angenehm oder unangenehm ist, wir sollen die Pflichten tun, die direkt auf unserem Weg liegt. Wenn der Herr möchte, dass wir eine Botschaft nach Ninive bringen, wird es ihm nicht gefallen, wenn wir nach Joppe oder Kapernaum gehen. Gott hat Gründe, uns an den Ort zu schicken, an dem unsere Füße gerichtet sind. Es sind die kleinen Füchse, die die Reben verderben, die kleinen Nachlässigkeiten, die kleinen Unzulänglichkeiten, die kleinen Unehrlichkeiten, die kleinen Abweichungen vom Prinzip. Das sind die kleinen Dinge, die die Seele blind machen und uns von Gott trennen. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die den Geist entwickeln und den Charakter bestimmen. Johannes hatte 3,5 Jahre Zeit, jeden Tag mit Jesus zu sein und diesen Charakter zu entwickeln. Und jedes Mal, wenn Jesus ihn getadelt hat, dann versucht er sich noch besser an das Beispiel Jesu zu orientieren. Das sind die kleinen Dinge. Dann geht's weiter. Denke daran, dass die Charakterbildung nicht abgeschlossen ist, bevor das Leben endet. Ich möchte nochmal wiederholen. Denk daran, dass die Charakterbildung nicht abgeschlossen ist, bevor das Leben endet. Dass bis zum letzten Atemzug können wir und sollten wir an unserem Charakter arbeiten. Und Gott arbeitet an unserem Charakter bis zum letzten Atemzug. Ja, wir haben Defekte, aber Jesus sieht unser Verlangen nach Reinheit, nach Heiligkeit. Und er arbeitet daran, dass wir das widerspiegeln werden. Jeden Tag wird ein guter oder schlechter Stein in das Gebäude gelegt. Du baust entweder schief oder mit der Genauigkeit und Korrektheit, die einen schönen Tempel für Gott geben. Vernachlässige deshalb bei deiner Suche nach den großen Dingen nicht die kleinen Gelegenheiten, die sich dir Tag für Tag bieten. Wer die kleinen Dinge vernachlässigt und sich dann noch einbildet, er sei bereit, wunderbare Dinge für den Meister zu tun, der läuft Gefahr, völlig zu versagen. Das Leben besteht nicht aus großen Opfern oder wunderbaren Leistungen, sondern aus den kleinen Dingen. Und was immer deine Hände zu tun finden, tu es mit deiner Kraft. Macht eure Arbeit mit Lobliedern angenehm. Wenn du einen sauberen Eintrag in den Büchern des Himmels haben willst, dann ärgere dich nicht und schimpfe nicht. Lass ein tägliches Gebet sein: Herr, hilf mir, mein Bestes zu tun. Zeige mir, wie ich eine noch bessere Arbeit tun kann. Gib mir die Energie, gib mir die Fröhlichkeit. Hilf mir, das liebevolle Wirken des Erlösers in meinen Dienst zu bringen. Es sind die kleinen Dinge, die unsere Beziehung zu Gott verändern. Und wir sollen auf diese kleinen Dinge achten. Und diese kleinen Dinge werden eine radikale Veränderung in uns bewirken. Es sind die kleinen Dinge, die nachher so groß werden. Und jeder Mensch besteht aus kleinen Zellen, die aber ein gesamtes, großes Bild ergeben. Wir sollen jeden Tag auf die kleinen Segnungen achten, die Gott uns gibt. Und wir sollen wie Johannes, wie ein kleines Kind, das annehmen, was Jesus für uns hat. Jeden Tag zu ihm kommen, an seiner Brust liegen, damit auch wir den Charakter Gottes widerspiegeln, damit wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt und Satan besiegt wird. Und dass auch über uns das dann heißt, dass Jesus uns liebt. Und ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Lasst uns beten.
Herr Jesus, du bist zu Johannes gekommen und hast ihm gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Es werden viele Schwierigkeiten kommen. Es wird sogar so schwer sein, dass wir von allem Weltlichen, dass wir keine Unterstützung bekommen von der Welt. Wir werden komplett abhängig sein von dir. Wie sollen wir das da schaffen? Und so wissen wir, es werden Probleme dort kommen. Und es zeigt uns, wie wir heute leben sollen. Denn so wie du uns in den Zeiten der Trübsal helfen wirst, so hilfst du uns jeden Tag. Und so möchten wir von dir lernen heute. Wir wollen deine Stimme verstehen heute. Und wir wollen wissen, wie wir heute mit dir wandeln können. Hab Dank, dass du unsere Defekte aus unserem Charakter entfernen wirst. Und dass wir deinen Charakter widerspiegeln können. Wir wollen wie Johannes an deiner Brust liegen. Wir wollen diese Reinheit des Herzens. Und wir danken dir, Herr, dass du das vollendest, was du in uns angefangen hast. Und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Amen. Wir wollen noch zum Abschluss ein Lied singen.